Ich begrüße Sie zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Freitag, dem 31. Dezember 2021. Das war's mit dem Börsenjahr 2021. Und trotz Corona, trotz einer Krise, trotz vielen Problemen hat der deutsche Aktienindex in 2021 ja gut zulegen können. Denn wenn wir einmal zurückblicken, wo hat der deutsche Aktienindex denn eben das Börsenjahr 2020 beendet gehabt? Da sehen wir eben, dass der Leitindex in dem Kursbereich von circa 13.700 Punkten aus dem Handel ging und somit liegt ein sehr erfolgreiches Börsenjahr eben zurück. Und es gibt, glaube ich, deshalb auch wenig zu meckern. Auch wenn das Börsenjahr mehr oder weniger schon im April entschieden war, denn dort kletterte man bis in den Bereich von rund 15,5. Und seither hat eigentlich der Leitindex ja mit ein bisschen Volatilität nach unten als auch nach oben, aber sich nicht mehr so großartig, muss man sagen, vom Fleck bewegt. Denn auf der einen Seite ist die Krise eingedämmt worden. Sie ist allerdings nicht verschwunden. Deshalb ging es nicht steil bergab, aber eben auch nicht mehr weiter steil bergauf. Nichtsdestotrotz, das nächste Börsenjahr ist mit ja viel Spannung versehen, denn ja, hat man endlich oder wird man endlich das Coronavirus besiegen können? Das ist natürlich mitunter eine der entscheidendsten Fragen, aber auch das Thema Inflation, Geldmarktpolitik sind natürlich die Themen, die für das Börsenjahr von großer Relevanz sind. Und werden diese vielleicht die große Rallye, die wir nun in den vergangenen 1 bis 2 Jahren gesehen haben, zum Stoppen bringen? Das heißt nicht, dass der Markt massiv einbrechen muss, nein, aber der Markt könnte eben auch mal reif sein für eine Kurskorrektur. Und eine Kurskorrektur wäre angemessen selbst bis in den Bereich von rund 13.800 Punkte. Das ist eine sehr, sehr wichtige Schlüsselmarke und eigentlich alles oberhalb dieser Kursmarke ist äußerst bullig. Das heißt, man könnte nun davon ausgehen, dass insofern der Leitindex nicht mehr über 16.300 Punkte ausbrechen sollte, nachhaltig, dynamisch, am besten eben auf Monatsschlusskursbasis, dass sich der Leitindex in 2022 einmal im Rahmen einer gesunden Kurskorrektur bis auf rund 13.800 Punkte zurückentwickelt und von dort aus allerdings dann wieder auch in den Rallye-Modus übergeht. Also das wäre mit Sicherheit gar kein Problem, um hier dann eben auch weiter anzuknüpfen. Aber wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr und ich wünsche Ihnen jetzt alles, alles Gute. Natürlich nicht für das Börsenjahr 2021, sondern für das Börsenjahr 2022. Und bedanke mich wie üblich für Ihre Treue, für Ihre Aufmerksamkeit und ja, freue mich einfach, wenn Sie wieder mit dabei sind, mit am Start sind, wenn wir auch in 2022 Tag für Tag die Märkte analysieren, Ausschau halten nach spannenden Trading-Ideen, denn es wird mit Sicherheit ein hochspannendes und volatiles Börsenjahr mit vielen spannenden Chancen an den internationalen Aktienmärkten. In diesem Sinne, rutschen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und bis in 2022.